Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, unsere Sendung heißt In Berlin fliegen die Fetzen. Wir sind live. Bevor wir Martin Sichert begrüßen, Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Gesundheitsausschuss, noch ein paar persönliche Worte. Liebe Zuschauer, wir geben uns, um solche Sendungen zu machen, um Hallo Meinung aufrechtzuerhalten, sehr, sehr viel Mühe. Es ist notwendig, dass wir natürlich ein Kommentierungsteam haben, denn wenn wir nicht darauf achten, dass wirklich Äußerungen, die nicht gesellschaftsfähig sind, sofort entfernt werden, nach 24 Stunden würden wir dann eine Sperre erhalten. Sperren erhalten wir schon zwar im geringfügigen Maße, aber ich werde auch kurz mit Martin Sicher drüber sprechen. Wir haben eine Sendung gemacht, direkt aus dem Gesundheitsausschuss, Deutsche Krankenhausgesellschaft, die gesetzlichen Krankenversicherungen und die DIVI. Schreibt YouTube uns auf dem Peter-Weber-Kanal immerhin 70.000 Leute medizinisch falsche Angaben. Da muss ich sagen, okay, wenn DIVI, Deutsche Krankenhausgesellschaft und die gesetzlichen Krankenversicherungen falsche Angaben machen. Also es ist im Grunde genommen eine Tyrannei der Unterdrückung, die uns jedes Mal sehr viel Geld kostet, A, den Apparat aufrechtzuerhalten, die Mitarbeiter, und B, natürlich auch, dass wir diese Sendelizenz und die Möglichkeiten haben. Da brauchen wir eure Unterstützung. Und es gibt diese Unterstützung, trägt uns, und die brauchen wir. Und wir können diese Sendungen nicht umsonst machen. Das heißt also, wenn wir Likes bekommen, wenn sie es befürworten, was wir machen, ist es wunderbar. Aber uns hilft jeder Euro, diese Hallo-Meinung-Form dessen, was wir kundtun, aufrechtzuerhalten. Wir brauchen eure Unterstützung. Ja, und wenn wir jetzt hier lesen, das erste, zweiter Booster, wer sollte sich zum vierten Mal gegen Corona impfen lassen? Und Berlin, da fliegen die Fetzen, begrüßen Sie mit mir Martin Sichert. Herr Sichert, hallo, Berlin, hallo, fliegen die Fetzen. Hallo, Herr Weber. Hat die Redaktion übertrieben, untertrieben? Nö, das kann man schon so durchaus zusammenfassen. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Wir hatten gestern öffentliche Anhörung und ja, da war ja von Impfpflicht ab 18 bzw. Impfpflicht ab 50 bis hin zu der Position keine allgemeine Impfpflicht und die Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ein sehr breites Spektrum dabei und war eine sehr, sehr spannende Kiste, muss man sagen. Das heißt also, es haben verschiedene Themen haben eine Rolle gespielt, wie Sie richtigerweise sagen. Ne? Ja, definitiv. Dort. Also es ging, eines der Themen natürlich ist immer diese juristische Frage. Das war eine sehr interessante Diskussion. Es gab interessanterweise dort keinen, der wirklich ganz klar gesagt hat, ja, diese Impfpflicht ist jetzt unbedingt geboten oder sowas, sondern die waren alle sehr, sehr vorsichtig abwägend und dieses juristische, was darf man an Grundrechten da einschränken, da kamen ganz, ganz klare Äußerungen, dass beispielsweise auch dieses Thema, was jetzt immer wieder genannt wird, zu sagen, wir wollen eine Entlastung des Gesundheitssystems, dass das überhaupt keine Grundlage sein kann für eine Impfpflicht, sondern dass wenn höchstens, wenn man eine wirkliche Überlastung hat, die verhindert werden kann, also wenn es wirklich dazu kommt, dass die Krankenhäuser nicht mehr die Leute alle aufnehmen können, dass man dort eine Triage bekommt und erst dann wäre das wirklich eine Grundlage für so massive Grundrechtseinschränkungen. Das ist ganz klar beispielsweise nochmal rausgestellt worden. Auch diese ganze Diskussion, die wir dann hatten über das Thema Impfnebenwirkungen, auch über Todesfälle, was wir dann auch massiv reingebracht haben in diese Bundestagsanhörung. Da gab es teilweise auch schon Unmut in der Anhörung von Abgeordneten anderer Parteien, die sich mit diesem Thema eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollten, wie dass es Impfnebenwirkungen gibt, dass es Todesfälle nach der Impfung gibt und so weiter und so fort. Und es war wichtig, dass das auch im Bundestag wirklich mal da offen diskutiert wird und dass das auch von den entsprechenden Experten, beispielsweise einem Professor der Pathologie, dort einfach mal benannt wird, wie da tatsächlich die Fakten sind und dass das nicht einfach ein Thema ist, was man so übergehen kann. Denn es geht ja, wenn man von einer Pflicht für irgendeine Medikation oder eine Impfung spricht, geht es immer um die Abwägung von Nutzen und von Risiken. Und da muss natürlich auch auf der Seite dann ganz klar berücksichtigt werden, welche Nebenwirkungen gibt es da, wie schwer sind die und wie häufig treten die auf. Wir haben ja sehr deutlich darüber berichtet, die Krankheitstage der Analyst Tom Lausen. Wenn Sie jetzt von Experten reden, lassen sich Tendenzen erkennen, die Positionierung der Experten? Erste Frage. Die zweite Frage, hören die Mitglieder des Gesundheitsausschusses auf diese Experten oder sagen sie, wir sind so dogmatisiert, was die erzählen ist das eine, aber das, was wir machen werden, ist das andere?
Also ich fand es sehr spannend. Es gab einen Experten beispielsweise bei der Union, den die Union da auch befragt hat und der dann auch eine Antwort gegeben hat. Und die hat anscheinend den Fragesteller nicht so ganz gepasst. Die Antwort, die er gegeben hat, das war ein Jurist, der dann ganz klar gesagt hat, dass man eigentlich, wenn man jetzt gegen Corona eine Impfpflicht einführt, eigentlich auch bei der geringen Letalität, die Corona hat, eigentlich auch gegen Influenza und andere dann auch eine Impfpflicht einführen müsste. Das hat sichtbar denen, die die Frage auch gestellt haben, nicht so ganz getaugt. Und da gab es dann durchaus auch Zwischenrufe und sowas. Das war sehr, sehr spannend zu beobachten. Grundsätzlich war sehr interessant, dass es keinen Experten gab, der wirklich klar gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt unbedingt eine Impfpflicht, der aus dem juristischen Bereich kam. Sondern wenn irgendwelche Experten so etwas gesagt haben, dann waren das irgendwie nur Gesellschaft für Infektiologie und was weiß ich was. Also Leute, die momentan das natürlich genießen, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil halt mit Corona ein relevantes Thema da ist, was ihnen Öffentlichkeit und Publicity verschafft. Aber von den ganzen juristischen Experten gab es keinen einzigen, der ganz klar gesagt hat, ja, es ist jetzt unbedingt geboten, dass man eine Impfpflicht einführt. Ganz im Gegenteil, die waren alle sehr, sehr vorsichtig und haben sehr gesagt, das ist eine sehr schwierige Abwägungsgeschichte zwischen dem, was ja rechtlich geboten ist und was rechtlich überhaupt zulässig ist und die Frage, ob das überhaupt in irgendeiner Weise zulässig ist oder ob das nicht gerade verfassungswidrig ist, wenn man jetzt eine Impfpflicht da macht, ist eine sehr, sehr heikle Frage, die man zum jetzigen Zeitpunkt oder die Sie, wenn Sie in Anführungszeichen befürwortend waren, von denen, die da die Impfpflichtanträge gestellt haben, wo das sehr, sehr, sehr vorsichtig von denen geäußert wurde, um sich da ja nicht juristisch in Anführungszeichen zu verbrennen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dieses ganze Thema Impfnebenwirkungen und sowas ist mal klar auf den Tisch gebracht worden. Und auch die Todesfälle nach Impfung. Wir hatten insgesamt 8 oder 9 Minuten, die ein Pathologe, der Professor Burkhardt, dort entsprechend geredet hat und auch mal ganz klar dargestellt hat, wie viele der Fälle, die er untersucht hat und sein Team untersucht haben, wie viele bei denen wahrscheinlich auf Corona-Impfung zurückzuführen sind und wie sich das Ganze verhält und wie das Spike-Protein im Körper wirkt. Und da kamen wirklich viele medizinische Fachinformationen und das, glaube ich, hat diese Diskussion auch mal durchaus bereichert. Und man hat auch gemerkt an den Reaktionen, die es da im Saal gab, dass da der ein oder andere auch mal ein bisschen aufgehorcht hat. Und das war, glaube ich, durchaus wichtig. Ja, also alles in allem eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das Thema bleibt weiter spannend. Es soll ja jetzt in der ersten Sitzungswoche im April dann beschlossen werden, was dann da kommt. Auch das war gestern Diskussion in der öffentlichen Anhörung, dass man da gesagt hat, was ist denn da am weitestgehenden und wie muss denn dann die Reihenfolge der Abstimmungen dann da entsprechend laufen, weil diese Reihenfolge der Abstimmungen natürlich auch einen deutlichen Einfluss darauf hat, was eventuell gegebenenfalls eine Mehrheit bekommt. Wenn ich jetzt erst, sage ich mal, so abstimme, Impfpflicht ab 50 und danach abstimme, wir wollen ein Impfregister haben und danach erst abstimme darüber, Impfpflicht ab 18, dann kann es sein, dass von denen, die das Impfregister haben wollen und denen, die sagen, wir brauchen eine Impfpflicht, aber eigentlich will ich die allgemeine nicht, aber mindestens ab 50 brauchen wir, wenn die keine Mehrheiten finden, dass die dann plötzlich bei Impfpflicht ab 18 zustimmen. Und wenn ich Impfpflicht ab 18 als erstes habe, kann es durchaus, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass das entsprechend scheitert. Also das sind wirklich wichtige Fragen, wie das Ganze entsprechend auch von der Reihenfolge her behandelt wird. Und das wird noch eine sehr, sehr spannende Sache in den nächsten 2 Wochen. Wir sehen, dass sich die Ampel da, wie gesagt, überhaupt nicht einig ist, dass große Teile der FDP anscheinend die Impfpflicht ab 18 nicht haben wollen. Und dass auf der anderen Seite aber Grüne und SPD da vehement dafür kämpfen und bei der Union massiv dafür werben, dort Unterstützung zu bekommen. Jetzt sprachen Sie davon, das Thema Publicity in der Öffentlichkeit zu stehen. Wir dürfen natürlich eines nicht vergessen, die monetären Hintergründe. Das ist ein Milliardengeschäft, was hier in Gang gesetzt wird. Lassen Sie mich kurz nochmal festhalten in unseren Interviews. Wir sprechen also über eine Impfpflicht, deren wir wissen noch nicht genau gegen was. Das heißt also, wir werden ein Virus haben, das haben Viren an sich seit Jahrtausenden, dass sie mutieren. Und wir sprechen von einem Impfstoff, der noch keine ordentliche Zulassung hat. Wir sprechen von einem Impfstoff, dessen Forschungsergebnisse und Studien nicht veröffentlicht sind. Wir sprechen von einem Impfstoff, der zugelassen wurde auf einen herkömmlichen Impfstoff, einen Totimpfstoff, so wie Susanne Wagner, die Expertin, gesagt hat, eigentlich ein gentherapeutisches Medikament oder Serum. Wir sprechen von einem Impfstoff, wo wir nicht wissen, wie sich die Spike-Proteine an den inneren Organen ablagern. Das ist doch korrekt. Korrigieren Sie mich.
Da kann ich Sie nicht korrigieren, weil das stimmt alles soweit. Das heißt also, eine Impfpflicht, die letztlich nicht nur nebulös ist, sondern die eigentlich nicht, wo wir nicht wissen, ist dahinter eine Wand, wo wir gegensteuern. Ja, das ist gestern auch nochmal ganz klar rausgekommen bei der Anhörung, wie gesagt, von Professor Burkhardt. Der hat das auch nochmal ganz klar gestern so kommuniziert, der gesagt hat, wir haben 128 Tage nach der Impfung im Körper noch von Toten das Spike-Protein nachweisen können. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie lange dieses Spike-Protein dort entsprechend produziert ist. Wir wissen schon, der berühmte Arzt Paracelsus hat im Mittelalter gesagt, die Dosis macht das Gift. Und das ist natürlich auch eine große Frage. Man weiß nicht, in Bezug auf diese mRNA-Impfung, das ist einer der wichtigsten Faktoren überhaupt, wie lange wird im Körper das Spike-Protein produziert? Wie lange dauert es, bis diese mRNA tatsächlich da aufgebraucht ist und entsprechend aufhört, Zellen zu infizieren, die dann das Spike-Protein produzieren? Wo im Körper wurde es gefunden? Da ist gestern auch nochmal im Bundestag festgestellt worden von dem Professor Burkhardt eben, der gesagt hat, ja, das finden wir ja in allen möglichen Organen des Körpers, finden wir es. Und das ist ein Toxin, das ist ein Gift, dieses Spike-Protein. Und wir wissen noch gar nicht, wie dieses Gift im Körper wirkt. Dazu haben wir viel zu wenig Erkenntnisse. Und auf so einer vagen Datenbasis zu sagen, wir machen jetzt da eine Pflicht für alle drauf, sich dreimal diese Sachen mindestens spritzen zu lassen, das halte ich für völlig unverantwortlich. Und ich hoffe, dass das viele Abgeordnete dann bei der Abstimmung auch so sehen werden. Und ja, ich kriege weiterhin täglich hunderte E-Mails, die anderen Abgeordneten auch. Und ich danke jedem Bürger, der sich da dafür einsetzt, zu sagen, wir wollen diese Impfpflicht verhindern. Wir tun das. Jetzt hatten Sie ja gesagt, die Juristen waren mit zugegen. Lässt sich da etwas erkennen, die Bewertung der Juristen? Sie haben ja Anträge gestellt, verschiedene Anträge. Wie sehen die Juristen das? Ich meine, da sind ja nun durchaus sehr, sehr befähigte Leute dabei, wo man sagt, Moment, hier muss gegengesteuert werden. Leider Gottes können wir uns natürlich nicht auf das Bundesverfassungsgericht mehr verlassen. Deshalb, wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, das ist die Befürchtung von sehr, sehr vielen Menschen, dann wird es kaum rechtliche Wege gehen, das jedenfalls kurzfristig zu verhindern. Die Wege sind lang. Wie sehen die Juristen das? Sehr, sehr vorsichtig. Also die Juristen, selbst die von den Befürwortern angefragt wurden, haben das ganze Thema sehr, sehr vorsichtig gesehen, haben gesagt, das ist eine unglaublich schwierige Abwägungsgeschichte, weil es geht ja um massive Grundrechtseingriffe, körperliche Unversehrtheit beispielsweise, aber auch, ich sage jetzt mal, wenn wir Todesfälle nach Impfung haben, natürlich auch um das Recht auf Leben und die Würde des Menschen und so weiter. Also da werden ja eine ganze Reihe Grundrechte werden durch so eine Impfpflicht massiv eingeschränkt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, inwieweit ist da eine Wirkung dann entsprechend vorhanden? Wenn wir uns anschauen, ich sage mal 2G plus beim Kölner Karneval, das Superspreader-Event, wo gar keine Ungeimpften da waren, dann ist die Frage der Verhältnismäßigkeit natürlich eine elementare Frage. Und es ist ja unstrittig, selbst unter den Experten, dass man nicht in der Lage sein wird, mit der Impfung Corona irgendwie auszurotten oder loszuwerden, so wie man beispielsweise bei einer Masernimpfpflicht hat. Wo man sagt, wir können damit die Masern gegebenenfalls komplett loswerden, sondern ganz im Gegenteil, jeder sieht ja, dass sich ganz, ganz viele Geimpfte, Geboosterte infizieren und dieses Virus auch weitertragen. Also das ist überhaupt kein Argument. Und dann gibt es das Argument noch zu sagen, die Überlastung der Krankenhäuser. Aber auch da haben Experten, auch Juristen ganz klar gesagt, diese Überlastung der Krankenhäuser gab es in den letzten 2 Jahren nicht. Sie gab es weder in Deutschland noch in unseren Nachbarländern. Und die anderen Länder kommen auch alle ohne eine Impfpflicht aus. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, warum sollte Deutschland dann eine brauchen? Und all das sind natürlich relevante juristische Aspekte. Dazu kommt, das Bundesverfassungsgericht hat 2006 über das Luftsicherheitsgesetz, glaube ich, hieß es, geurteilt. Und da ging es darum, ob denn die Bundesregierung befugt ist, ein Flugzeug abzuschießen, wenn es mit Terroristen besetzt ist. Und da gab es damals eine Entscheidung, wo man gesagt hat, nee, wenn das Flugzeug, selbst wenn es von Terroristen gekapert ist oder mit Terroristen besetzt ist, dann darf die Bundesregierung das trotzdem nicht abschießen, denn sie darf nicht die Menschen in diesem Flugzeug versachlichen, verdinglichen, selbst wenn sie damit die Leben anderer Menschen retten könnte. Also wenn man dieses Flugzeug beispielsweise jetzt, keine Ahnung, in irgendein Atomkraftwerk oder sonst was steuert, darf die Bundesregierung dieses Flugzeug nicht abschießen. Ist vom Verfassungsgericht klar untersagt worden.
Und wenn man das ähnlich sieht, ich meine, selbst das Paul-Ehrlich-Institut geht von 86 wahrscheinlichen Fällen, Todesfällen im Nachgang der Impfung aus. Die INEC-Daten sagen, 282 Fälle sind mit Impfnebenwirkungen in den Krankenhäusern gestorben im letzten Jahr alleine. Also es gibt eine ganze Reihe von Todesfällen anscheinend durch diese Impfung. Und wenn man das gegeneinander natürlich abwägt, dann ist die Frage, ob wir uns nicht genau in die gleiche Debatte bewegen wie beim Luftsicherheitsgesetz, zu sagen, durch die Impfung müssen Leute sterben, um gegebenenfalls irgendwo eine angebliche Schutzwirkung, von der man noch nicht mal wirklich weiß, inwieweit diese Schutzwirkung da gilt, zu realisieren. Und das ist natürlich juristisch eine Geschichte, wo keiner sich ganz klar sagen kann, ja, jetzt brauchen wir unbedingt eine Impfpflicht. Und so war gestern auch die Positionierung, dass es keinen einzigen Juristen gab, der gesagt hat, jetzt ist Zeit, wir brauchen jetzt unbedingt eine Impfpflicht, sondern die sehr, sehr, sehr vorsichtig gewesen sind in ihren Äußerungen. Gab es übrigens auch eine Fernsehsendung, eine Dokumentation, ein Fernsehspiel, dass man gesagt hat, die Maschine soll eine Passagiermaschine, die ist von Terroristen in ihre Gewalt gebracht worden, die soll in ein Fußballstadion gesteuert werden. Was machen wir? Können wir die Maschine abschießen oder nicht? Dann wurden beide Seiten, wie Sie richtigerweise sagen, ist das das Luftsicherheitsgesetz. Ja, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, gestatten Sie mir eine folgende Anmerkung. Wir reden immer davon, von Überlastung des Gesundheitswesens. Aber wenn wir auf der anderen Seite betrachten, wie es ausgedünnt wird, wie Mitarbeiter behandelt werden, das heißt also, das Sozialgefüge, das Arbeitsentgelt ist das eine. Aber die andere Seite ist das sind die Dienste, das ist das Wochenenddienst, Nachtdienst, das ist zum anderen, wie Entlassungen vorgenommen wurden, wie seit über 20 Jahren am Gesundheitssystem, insbesondere im Bereich der Krankenhäuser, hier die monetären, die Profitgedanken im Vordergrund waren. Ist es nicht perfide, dann zu sagen, es droht eine Überlastung? Das ist ja, liebe Zuschauer, das ist ja vergleichbar, dass ich sage, ich habe eine Firma, 100 Beschäftigte, ich entlasse 50 und dann sage ich, aber ihr arbeitet eigentlich zu wenig, ihr schafft nicht mehr das, was an Arbeit vorhanden ist. Das ist doch ein perfides Spiel, denn das eine schließt doch das andere ein. Das heißt, wenn ich nicht genügend Mitarbeiter habe, und wir hören ja das im Augenblick, wir haben eine Sendung gemacht mit dem Leiter, einem Professor, einem bekannten Pneumologen in Hannover, der sagte, wir haben nicht die Problematik mit den Inzidenzen oder mit der Belegung, sondern wir haben das mit der Quarantäne, die ja eigentlich überdacht werden sollte. Aber sind es Genau so nicht ist es. bewusst Maßnahmen, die eigentlich die Ursache, wir zeigen Wirkung, aber die Ursache wird nicht benannt? Ja, genau so ist es. Also eine der Probleme ist natürlich, also die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen sind ja das Hauptproblem im Gesundheitswesen. Ja. Und zwar in den letzten 2 Jahren gewesen. Wir sehen, es gab zu keinem Zeitpunkt drohte eine Überlastung wirklich im Gesundheitswesen. Wir hatten von den Verlegungen her jetzt nicht mehr im letzten Jahr wie in beispielsweise 2019, wo Corona noch überhaupt keine Rolle gespielt hat bei den Krankenhäusern, also bei den Patientenverlegungen. Und wir haben auf der anderen Seite zu jedem Zeitpunkt in den letzten 2 Jahren mehrere tausend Intensivbetten auch frei und verfügbar gehabt. Also da hat nie eine Überlastung wirklich, war es auch nur an der Grenze der Überlastung, das Gesundheitssystem. Wir sehen aber, dass natürlich es eine Belastung im Gesundheitssystem durch diese Corona-Maßnahmen gab. Da gab es auf der einen Seite die Geschichten, ich sage jetzt mal beispielsweise Nürnberger Klinikum. Nürnberger Klinikum fand jetzt von Ende November bis in den März hinein gab es dort die Regelung, dass Angehörige ihre kranken Angehörigen im Krankenhaus nicht besuchen durften. Und das ist natürlich schon eine massive psychologische Einschränkung. Und dann, wenn ich jetzt merke, irgendwie meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, wer auch immer, mein Angehöriger liegt im Krankenhaus schon seit mehreren Wochen und ich komme da nicht dahin und dem geht es aber schlecht und der bräuchte jetzt meinen Beistand und sowas. Dann ist das natürlich auch eine massive Belastung, nicht nur für den Kranken, nicht nur für den Angehörigen, sondern natürlich auch für das Personal. Weil das Personal muss sich dann mit den Angehörigen rumstreiten, die dann da unbedingt zu ihrem Angehörigen wollen. Sie sehen auf der anderen Seite, dass die Krankenpatienten darunter leiden, dass ihre Angehörigen sie nicht besuchen können. Das ist natürlich auch eine psychische Belastung für diese ganzen Leute, die dort beschäftigt sind. Daneben kommt diese Masse an Quarantäneregelungen. Und wir sehen ja jetzt momentan, also Omikron marschiert momentan mit unaufhaltbarer Geschwindigkeit von den Infektionen her durch die Gesellschaft. Das lässt sich nicht aufhalten, auch mit den Impfungen lässt es sich nicht aufhalten. Wir sind bei deutlich über 1 Million Menschen in Deutschland, die sich pro Woche infizieren. Und dementsprechend, das wird durchlaufen, das werden wir gar nicht aufhalten können. Und wenn man dann halt alle möglichen Leute, die mit denen Kontakt gehabt haben, dann in Quarantäne schickt und so, dann ist das natürlich, dann fehlen diese Leute.
in den Firmen, dann fehlen diese Leute aber natürlich auch im Gesundheitswesen. Dort, wo man eh schon Mangel hat, in den Pflegeheimen, bei den Fachärzten und was weiß ich was, wenn da Leute natürlich ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen, ist das natürlich ein riesengroßes Problem. Deswegen ist die Frage, wie sinnvoll es überhaupt noch ist mit diesen ganzen Quarantäneregelungen, zumal das Problem natürlich ist, dass viele Corona-Tests erst mehrere Tage, nachdem die Leute schon infektiös sind, überhaupt erst positiv anschlagen. Also inwieweit man damit die Ausbreitung verhindern kann, ist mehr als fraglich. Und es ist auch auf der anderen Seite aber natürlich eine massive Belastung, wenn die Leute in Quarantäne geschickt werden, sowohl für die freie Wirtschaft als natürlich auch fürs Gesundheitssystem. Ja, zwei Fragen. Sie müssen in die nächste Sitzung. Welche Länder gibt es noch, die eine Impfpflicht haben oder erwägen? Also wir haben momentan keins. Die Österreicher haben mal zeitweise jetzt diese Impfpflicht erwogen, haben es aber jetzt wieder sein lassen. Und wir haben effektiv kein Land, das jetzt klar eine Impfpflicht bei Corona hat. Also bei anderen Sachen gibt es durchaus Impfpflichten. Wir haben in Deutschland ja auch beispielsweise die Masernimpfpflicht und sowas. Da gibt es international durchaus Vergleiche, aber bei Corona gibt es das nicht. Da wäre das tatsächlich ein deutscher Alleingang mal wieder und der ist absolut unverhältnismäßig. Liebe Zuschauer, ich erinnere an dieser Stelle an Christian Bogdan. Er ist Leiter der Immunologie in Erlangen. Er sagte, es macht Sinn, Impfstoffe letztlich einzuführen, beziehungsweise eine Impfpflicht, das Thema Masern, das Thema Pocken und Kinderlähmung, keine Frage, aber das Coronavirus ist nicht zu eliminieren. Ruhig mal nachlesen, Professor Christian Bogdan. Bitte zum Schluss noch, wann ist welcher Zeitpunkt geplant? Die Zuschauer fragen danach, wie geht es jetzt weiter, wann wird abgestimmt und es wird namentlich abgestimmt über die Impfpflicht, wenn Sie uns kurz noch die Fristen nennen würden. Also das war jetzt die öffentliche Anhörung im Bundestag. Das wird dann nochmal im Ausschuss gehen in der nächsten Sitzungswoche. Das ist die Woche vom, warten Sie mal ganz kurz, das ist die Woche vom 4. bis zum 8. April. Dort wird dann die nächste Lesung im Ausschuss sein. Und ich gehe davon aus, dass dann entweder am 7. oder am 8. April, also voraussichtlich Donnerstag oder Freitag, wird dann im Bundestag aufgesetzt werden, die Abstimmung über diese entsprechenden Vorschläge zum Thema Impfpflicht. Das heißt, da wird dann die Entscheidung fallen, wie es dann weitergehen wird. Und ja, wird also, wie gesagt, sehr spannend. Anfang April, 7., 8. April im Deutschen Bundestag wird dann die Entscheidung darüber fallen, wird es in Deutschland eine Impfpflicht geben oder wird es keine Impfpflicht geben. Ja, und wir bleiben dran. Herr Sichert, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es geht in die nächste Sitzung. Grüße nach Berlin. Jawohl. Dankeschön. Einen schönen Tag Ihnen noch, Herr Weber, und einen schönen Tag allen Zuschauern. Ja, liebe Zuschauer, interessant. Wir haben es gehört und näher geht es letztlich nicht. Wir sind am Gesundheitsausschuss mit dran. Und liebe Zuschauer, nochmal, das macht Mühe, das zu machen. Die Redaktion, das ganze Equipment. Wir brauchen eure Unterstützung. Sonst gibt es letztlich nur noch die Einbahnstraße in der Berichterstattung und dann wird man so etwas nicht hören. Und ich bin empört über das Thema, dass man sagt, die Impfpflicht, die vierte Impfung. Ich will für mich entscheiden, was ich tue und was ich lasse. Wir müssen wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Und was immer wieder erschreckend ist, wenn man irgendwo hingeht, ja, die Maskenpflicht, das müssen wir weitermachen, um Gottes Willen. Die Leute sind sowas von verängstigt. Wir haben seit Jahren, wir haben die Bankenkrise, wir haben Griechenland, wir haben 2015 die Flüchtlingswelle, wir haben Corona, wir haben die Situation jetzt, diesen schrecklichen Krieg, das Menschenverachtende, was wir da sehen, über prähistorische Geschichtsdaten dürfen wir nicht sprechen. Wir haben Klima, wir sind in einer Schocksituation in der nächsten. Und was ich immer wieder sagen muss, Menschen sagen dann, ach, ist das heute günstig, ich kann für 2,11 Euro tanken. Es ist ein Wahnsinn. Wir kriegen Dinge auferlegt, wir sollen den Gürtel enger schnallen von Menschen, die wir ernähren, die wir fürstlich ernähren, die in der freien Wirtschaft überhaupt nicht ihren Platz finden würden. Jedenfalls die meisten. Wir brauchen eure Unterstützung. Und das ist wirklich eine zwingende Notwendigkeit, sonst kann so ein Sender nicht betrieben werden. Es kann nicht auf Dauer ein Zuschussgeschäft werden. Ihr habt ja mitbekommen am Anfang, es werden Sendungen gelöscht, wo wir jetzt direkt aus dem Gesundheitsausschuss berichten. Hier wird versucht, ein Meinungsmonopol aufzubauen. Und dass das nicht gelingt, das liegt an uns allen. Wir brauchen eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal. Morgen um 12 Uhr ist Nicole Höst live und am Donnerstag Dr. Martin Vinzenz aus Nordrhein-Westfalen. Es wird spannend. Wir bleiben am Ball. Schönen Nachmittag, sagt Peter Weber und das Team. Tschüss.